So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sabaho. Heute ist Montag, Ostermontag. Es ist relativ trüb hier zumindest bei uns in Wolfsburg und es ist regnerisch. Und doch ist gerade dieser Feiertag eine gute Gelegenheit, um sich zu besinnen und zu reflektieren und sich mal vielleicht vor Augen zu führen, was eigentlich Status Quo ist. Und wir haben heute ein sehr delikates Thema. Wir haben heute das Thema Islamophobie in Europa und heute zu Gast der Politikwissenschaftler Farid Hafez. Guten Morgen und Salam. Guten Morgen, Salam alaikum. Vielen Dank. Bei dir scheint die Sonne. Absolut, Ende der schönen Tage. Ich hoffe, wir haben auch tatsächlich wirklich ein Thema, was wir so behandeln können, dass wir nicht unbedingt eher so dieses trübe Wetter hier bei uns haben, sondern vielmehr das sonnige Wetter bei dir. Islamophobie, es ist ein Begriff, den es schon immer gab, also nicht von der Begrifflichkeit her, sondern vom Fakt her. Oder ist es etwas wirklich ein neues Phänomen? Sagen wir mal so, Achille Mbembe sagt in seinem Buch Kritik der schwarzen Vernunft, dass Islamophobie im Wesentlichen die Fortführung kolonialer Verhältnisse ist, die ja in Wirklichkeit schon sehr lange andauern, so wie, also wenn wir das irgendwo an einem Datum festmachen wollen, dann vielleicht noch am ersten mit 1492. Wo die Welt begonnen hat, sich in eine neue Richtung hin zu ordnen, ausgehend von zwei ganz wichtigen Geschehnissen, die passiert sind, nämlich zum einen der Beginn des transatlantischen Sklavenhandels, der Beginn einer Welt, in der sozusagen weiße Vormachtstellung die Grundlagen genommen hat, einhergehend mit einer Ausbeutung einer ökonomischen, des Rests der Welt und damit einhergehend dann noch ein zweites Geschehen ist nämlich die Vertreibung von Juden und Muslimen aus Kontinentaleuropa, insbesondere also aus dem spanischen Andalusien. Und dass damit auch der Beginn war, dass Europa sich als ein weißer christlicher Kontinent begonnen hat zu verstehen. Auch hierfür für diese Selbstimagination die Grundlagen geschaffen worden sind. Und diese beiden Momente sind ganz wichtige Momente in der Frage, wie Rassismus zu einer globalen Ordnung wurde. Und das spielt das Muslimische gemeinsam mit dem Jüdischen und dem Schwarzen als Ausgrenzungsmerkmale sicherlich eine bedeutsame Rolle. Das greift aber relativ tief und liegt auch sehr weit zurück. Ich will mal in die Zukunft springen und so ein bisschen hin und her in die Zeit. Gibt es wirklich auch die Möglichkeit einer Besserung? Also daran zu glauben sowieso, denke ich mal, und die Hoffnung zu haben schon. Man sagt ja immer so, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wie realistisch ist das? Es ist ja interessant, wenn man mit Menschen spricht, es kommt ja immer sehr stark darauf an, was verstehe ich eigentlich, wenn ich meine, wenn ich über Islamophobie, Islamfeindlichkeit, antimuslimischen Rassismus spreche. So wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, mit einer 500-jährigen Kolonialgeschichte, wird es schwieriger sein, das Ganze zu verändern, weil es einfach strukturell so stark verankert ist. Wenn ich Islamophobie als etwas Kleineres, Marginaleres begreife, wird es dementsprechend leicht sein zu glauben, dass das überwunden werden könnte. Ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir generell in einer Welt leben, die sehr ungerecht strukturiert ist, in der Ausbeutungsverhältnisse basierend auf verschiedenen Markierungen existieren, sei es Klasse, Rasse, Geschlecht und so weiter und so fort. Und deswegen sollte man, glaube ich, auch nicht so naiv sein zu sagen, okay, ich höre das öfters, wenn ich in der muslimischen Community unterwegs bin, wo es dann heißt so, ja, es ginge quasi darum, das Islambild zu ändern. Es geht nicht darum, das Islambild zu ändern. Das ist nur ein kleiner Aspekt von verschiedenen ganz wichtigen Dingen, die aber im Grunde basieren auf Ausbeutungsverhältnissen. Und diese Ausbeutungsverhältnisse, deren wir auch Teil sind, wenn wir sagen, der globale Norden lebt nach wie vor auf
Basis der Ausbeutung des globalen Südens, dann ist es keine Sache, die von heute auf morgen überwunden wird, außer man beginnt eben tatsächlich die Welt wirklich neu zu denken und neu zu ordnen. Und von daher würde ich sagen, nein, ich würde nicht, dass ich sage, ich bin hoffnungslos oder dergleichen. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um dieses Subjektive, sondern man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man das verändern will, dann muss man richtig viel verändern. Und dann ist es keine Kleinigkeit und es geht bei Weitem auch gar nicht darum, irgendwie das Image von einer bestimmten Gruppe, in dem Fall, wenn es bei uns jetzt um Islamophobie geht, der Muslime zu verändern. Also fängt man gar nicht bei den Muslimen an, sondern tatsächlich auch bei denjenigen, die eben ausbeuten. Also bei dem weißen Mann, kann man das so sagen? Ja, ich denke zu einem gewissen Grad, wobei natürlich, wenn wir jetzt von Weißsein sprechen, ist es natürlich immer, es ist ein Vokabular, das wir im Deutschsprachigen ja nicht so sehr bedienen wie im anglosächsischen Raum, wo man quasi, wenn man über Weißsein spricht, man über privilegierte Positionen spricht. Ja. Ja, man muss mit den Privilegien beginnen. Und natürlich ist die Frage der Privilegien eine Frage, die auf einer epistemologischen Ebene natürlich durch das Weißsein auch determiniert ist, die aber natürlich genauso Menschen mit anderen Hautfarben treffen kann. Ja? Also nehmen wir Barack Obama als ersten schwarzen Präsident quasi der USA. Er war auch weiß in einem metaphorischen Sinne dessen, dass er Teil eines Systems war, wo bestimmte Ungerechtigkeiten auch fortgeschrieben worden sind. Und von daher ist die Frage von Weißsein eher eine Frage des Verständnisses von Norm. Was ist das, was in unserer Welt sozusagen die Norm ist, die als das Normale gilt und alles andere quasi so in Abgrenzung dazu, im Vergleich dazu gesetzt wird und irgendwo aber immer auch versucht wird, es kompatibel zu machen mit dieser Norm. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wir kennen das aus den Islamdebatten, global in Wirklichkeit. Man versucht, den Islam zu einer Religion zu machen, die mit Demokratie vereinbar ist. Ja. Dieser Gedanke, dass Demokratie quasi ein ganz wichtiger Wert ist, und das meine ich jetzt gar nicht, um in Abrede zu stellen, dass demokratische Systeme tatsächlich viele tolle Sachen an sich haben und wahrscheinlich auch das beste politische System ist, das bis dato entwickelt worden ist, aber sozusagen diese Prämisse, etwas muss sich etwas anderem anpassen, geht eben davon aus, dass es diese eine weiße Norm gibt, die meist männlich, heteronormativ, weiß ist. Okay, der Titel dieser Morning Show heißt Islamophobia in Europa. Hat es wirklich was mit dem Islam zu tun? Oder ist etwas sozusagen an dem Islam selbst, was sozusagen für Angst sorgt, oder ist es einfach das Anderssein? Ich persönlich beschäftige mich wenig mit dieser individuellen Ebene von Emotionen und in der Frage, was Angst für das Individuum hier für eine Rolle spielt, wobei das natürlich auch eine Rolle spielt. Ich will das gar nicht also ausschließen oder kleinreden. Aber ich denke, also wenn wir uns jetzt in der Rassismusforschung so ein bisschen umschauen, dann werden wir sehr schnell sehen, in Wirklichkeit geht es bei der Frage um Rassismus ja nicht so sehr darum, wie böse sind die Muslime, die Schwarzen, die Juden oder ich weiß nicht was, sondern eben, was wollen die Rassisten? Und warum imaginieren sie den Juden, den Schwarzen, den Muslimen genau auf diese Art und Weise, wie sie es tun? Ich zitiere da immer sehr gerne, aber das haben auch schon Leute vor ihm gesagt gehabt, den französischen Denker Jean-Paul Sartre, der gemeint hatte, würde der Jude nicht existieren, der Antisemit hätte ihn erfunden. Quasi, ja. Es ist sozusagen nicht das Jüdischsein und das Judentum, das so viel ausmacht, sondern es ist tatsächlich der Antisemit, der diese Figur des Juden braucht, die aber eine erfundene Figur ist, um eben all das zu machen, was er machen will und all diese Fantasien auszuleben und von Weltmacht, die dem Juden unterstellt werden, die er aber an und für sich, der antisemitische Nazi, aber eigentlich für sich beansprucht. Ja. Ebenso nehmen wir den Breivik her,
der 2011 77 Menschen ermordet hat. Was er gemacht hat, war in Wirklichkeit zu sagen, ich bringe jetzt 77 Leute um, weil ich Angst habe vor der Islamisierung. Aber ganz klar, wenn man sein Manifest liest, was will er? Er will ein christliches, weißes Europa. Und von daher sagen diese Diskurse im Wesentlichen nichts aus über den Islam und die Muslime. Sie sagen aber sehr viel aus über die Islamophoben. Und so würde ich das, ich glaube, das ist auch eine ganz große Falle, oftmals für nette muslimische Menschen, die aus dieser Perspektive reingehen in diesen Diskurs und sagen, ich will quasi zeigen, wir Muslime sind eh nicht so. Wir Muslime sind eh die Guten und wir Muslime sind eh so super, ja, und tun niemandem etwas leid. Es ist gar nicht die Frage, ob das so ist oder nicht. Die Frage ist, und das ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen, was wollen die eigentlich, wenn sie so reden über uns? Ja? Oder über andere Minderheiten? Schwarze und über Frauen und so weiter und so fort. Wo setzen wir denn überhaupt an? Es geht darum, Machtstrukturen zu hinterfragen. Es geht darum, kritisch zu sein gegenüber dominanten Strukturen. Und es geht darum, mehr Gleichheit einzufordern. Ich glaube, das sind also so zwei der Stoßrichtungen, die ich in der Debatte für sehr wichtig empfinde, weil das ist es, um was es eigentlich geht. Ja. Wenn wir jetzt konkret auf Europa nochmal zurückkommen und in den meisten Fällen haben wir, auch wenn es Ausnahmen gibt und natürlich immer so Native Muslim Minorities gibt, wie die Tataren oder die Bosniaken oder andere in verschiedenen Regionen Europas, aber in den meisten westeuropäischen Ländern haben wir den Fall, dass quasi Muslime zugewanderte Gastarbeiter sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind. Und wenn es auch nicht in allen Ländern der Fall ist, so hat sich das sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann nochmal etwas verschärft. Jetzt haben wir natürlich in jedem Land angestammte Privilegien, haben wir angestammte politische Systeme mit Repräsentationen. Und die Frage ist, welchen Teil des Kuchens bekommen die Leute, die zugewandert sind? Und das ist die eigentliche Frage, um die es geht. Das heißt, sind sie berechtigt zu partizipieren? Bekommen sie auch einen Teil des Kuchens, so wie alle anderen? Wir haben das in den Niederlanden, in Deutschland, in Österreich sehr stark, dieses Säulensystem oder dieses Proportsystem, wenn wir über anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften in Deutschland zum Beispiel sprechen. Ja, es gibt Privilegien, die alle bekommen, die Muslime bekommen sie nicht. Ja, also im Groben gesprochen. Und genau das sind diese Fragen, die jetzt ausverhandelt werden müssen und wo natürlich jeder versucht, auch sein Interesse durchzusetzen. Und das ist das, was wir auch jetzt auch in den letzten 15, 20 Jahren, glaube ich, sehr gut beobachten konnten. Auf der einen Seite versucht wird, von staatlichen Institutionen und anderen Interessensgruppen bestimmte Personen in bestimmten Positionen einzusetzen, damit das eigene Dominanzsystem eben nicht angezweifelt wird und in Frage gestellt wird. Und dann gibt es halt die Leute, die halt versuchen, sich selbst irgendwie eine neue Zukunft zu bauen. Und das sehe ich als dieses Spannungsverhältnis, das wir de facto haben. Und das ist dann eben diese Figur, die geschaffen werden muss, wie bei Sartre, eben, dass der Antisemit eben den Juden erschaffen muss oder die Figur des Juden erschaffen muss, um eben diese Strukturen weiter beizubehalten und diese Ansprüche, die er sich eben für sich ja, beansprucht oder für sich dann eben für sich einräumt, eben weiter beibehalten zu müssen. Sind wir dann nicht irgendwo auch machtlos? Nein, ich denke überhaupt nicht, dass wir machtlos sind. Ich denke, man muss es einfach nur also einschätzen können, wie viel Kraft hat man und wie viel Kraft haben die anderen? Dass klarerweise Minderheiten immer von einer eher schwächeren Position ausgehen, in den meisten Fällen, ist es natürlich auch schwieriger, sozusagen Dinge zu verändern. Entsprechend braucht es dann auch Bemühungen, dass man realistisch weiterkommt. Aber ich würde überhaupt nicht von einer Machtlosigkeit sprechen. Ich glaube auch, und auch das sollte man ja nicht vergessen, es gibt, ich glaube, in den meisten Ländern immer wieder große Gruppen von Menschen, die ja auch kein Problem mit Gleichberechtigung haben und Gleichheit haben. Es ist nur die Frage, diejenigen, die in den Positionen sitzen, wo diese Dominanzverhältnisse aufrechterhalten bleiben sollen, sind die bereit, also mitzugehen und zu sagen, hey, ja, wir wollen tatsächlich eine Gleichheit.
Ein einfaches Beispiel aus meinem Land Österreich. Wir haben eine sehr schwach ausgebildete Arbeiterimmigrationsgeschichte von Muslimen in Österreich. Dementsprechend wenig muslimische Sichtbarkeit auch im öffentlichen Raum. Wir hatten bis 2010 im Wesentlichen keine großartigen politischen Konflikte rund um muslimische Sichtbarkeit. In dem Moment, wo dann aber beginnen, immer mehr Jurastudentinnen einen Hijab zu tragen, da kamen dann auf einmal die Einschränkungen, die gesetzlichen. Und das sind dann die Dinge, woran man erkennt, ist man bereit, Gleichheit zu akzeptieren oder geht es wirklich darum, nein, wir geben nichts ab von dem, was wir haben und wir sehen das andere als eine Bedrohung. Schafft man dann eben gerade solche, ich will das jetzt für mich selber so verorten, Narrative, wie eben die Geschichte, die dir jetzt zugestoßen ist in den letzten Monaten? Ja, ich glaube, ich bin, wenn ich sozusagen einen Schritt zurück trete, und ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Herrschaften, die jetzt zuhören, alle darüber im Klaren sind, aber es gab quasi eine Razzia bei mir mit dem Vorwurf, dass ich quasi ein Terrorist wäre. Ja? Ich bin im Wesentlichen Wissenschaftler. Und am Ende des Tages bin ich sicherlich auch zu einem gewissen Grad ein Produkt dieser Diskurse, weil natürlich meine Kritik wurde immer schärfer und härter, je härter die Rahmenbedingungen wurden. Was ja gerade in meiner Person und der Situation in Österreich sehr interessant ist, weil ich war quasi ein hochgefeierter Politikwissenschaftler, der eigentlich auch sehr stark auch verwurzelt war, selbst in politischen Kreisen. Und je stärker hier sich aber diese Diskurse geändert haben und man eine neue Politik dann auch eingeführt hat, desto stärker habe ich mich dann natürlich auch dagegen zur Wehr gesetzt und das auch angekreidet. Was dann am Ende dazu dann auch geführt hat, vermutlich, dass so viele Gehässigkeiten und Unterstellungen mir gegenüber dann in den Raum gestellt werden können. Und von daher sage ich ja, ich glaube schon auch, dass es da quasi ein dialektisches Verhältnis zu einem gewissen Grade gibt. Ja. Ich frage mich gerade, ich meine, wir sind ja bei Salam FM, das ist ja sozusagen die Bestrebung, ein deutsch-muslimischer Radiosender zu sein, also irgendwo auch eine mediale Teilhabe zu etablieren, eine mediale Präsenz zu etablieren, wo es nicht darum geht, in bereits bestehenden medialen Strukturen einen Slot zu bekommen oder irgendwie ein Fenster zu bekommen, sondern tatsächlich selbst eine Plattform zu schaffen, die von Musliminnen, Muslimen, aber auch für natürlich Muslimen, aber auch für die gesamte Gesellschaft und für alle, die irgendwie interessiert sind, mitzubekommen, so okay, wer sind Muslime, wie sind Muslime, worüber reden sie, wie reden sie, was sind das alles für Menschen, also breit gefächert in der gesamten Gesellschaft. Ist das ein möglicher Weg, eben auch entsprechend die, nicht unbedingt die Spielregeln vielleicht, weil man noch zu klein ist, aber irgendwo schon so ein bisschen ein paar kleine Schritte zu machen in Richtung Selbstverständnis von Muslim sein in Deutschland oder auch Österreich, Schweiz, um da auch so ein bisschen, ja, das Bild bei dem der selber das eben nicht möchte vielleicht, zu verändern oder so ein bisschen dran zu wackeln? Also ich kenne natürlich den Radiosender nicht, der ist ja auch noch sehr jung. Daher, ich habe mich auch jetzt nicht mit dem Programm im Detail auseinandergesetzt, aber ich würde mal ganz grundsätzlich sagen, ich begrüße immer jede Art von Initiative, wo Menschen beginnen, sich selbst zu organisieren und etwas auf die Beine zu stellen. Weil ich denke, es ist aus einem Grund wichtig. Es ist deswegen wichtig, weil es ist auch zu einem gewissen Grade ein Empowerment. Die Frage, wen ich ansprechen will, ist dann natürlich eine andere. Das ist, steht quasi euch zu, hier eine bestimmte Perspektive aufzuwerfen. Aber ich denke, Medien in jedem Land spielen natürlich nach einer gewissen Logik. Ja? Und sind auch immer verbunden mit gewissen Machtstrukturen. Es braucht
auch gewisse Machtstrukturen, um so etwas aufrechterhalten zu können. Und die Frage aus meiner Sicht ist, weil es gibt immer die quasi, die sagen, ja, ich freue mich dann, wenn es das Freitagsprogramm im ZDF gibt, und andere sagen, na, ich will eigentlich selbst was Eigenes haben. Ich denke, all diese Sachen sind gut, solange man nicht kompromittiert wird oder sich selbst kompromittiert aufgrund von Abhängigkeitsverhältnissen. Aus meiner Sicht, ich denke, aus einem Grund ist es total wichtig, so etwas zu haben, weil je mehr Unabhängigkeit, vor allem mentale, intellektuelle Unabhängigkeit, desto mehr sind wir imstande, uns selbst kritisch zu reflektieren und die Welt, in der wir leben, kritisch zu reflektieren. Und ich glaube, diese Räume sind unheimlich wichtig, dass wir haben. Denn eine der großen Gefahren natürlich dieser gesamten Welle von Rassismus ist, dass viele Menschen, die davon betroffen sind, die werden ja vor die Wahl gestellt. Wie soll ich leben? Soll ich mich quasi verstecken, unsichtbar machen, damit ich mein Leben leben kann, ohne dass ich viele Reibungsflächen habe und einfach überleben kann? Oder soll ich sozusagen mir was antun und darauf bestehen, mein Muslimischsein zu pflegen, das auch zu denken, neu zu denken, kritisch zu reflektieren und in eine Verbindung zu setzen mit der Welt, in der ich lebe? Und was bedeutet das? Und diese Räume für so etwas sind unheimlich wichtig. Unabhängig davon, was da jetzt im Konkreten rauskommt, weil die Antworten natürlich sehr vielschichtig und unterschiedlich sein können, aber diese Räume überhaupt zuzulassen, halte ich für enorm bedeutsam. Und vor allem auch, weil wir einen dritten Strang haben, nämlich viele Menschen in wichtigen Positionen, die sich darüber Gedanken machen, machen auch Projekte, um genau das zu ermöglichen. Aber nicht in einem geschützten Raum, sondern in einem kontrollierten Raum. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass nach dem sogenannten Kampf gegen den Terrorismus, dem War on Terror, wie er von Bush ausgerufen wurde, wir auch in einer Situation leben, in der das Muslimische per se als etwas Gefährliches betrachtet wird. Und sozusagen aufgrund dieser potenziellen Gefahr, die lauert in der Figur des Muslims, für unterschiedliche Gruppen es von Bedeutung war zu sagen, okay, dann werden wir diese Räume schaffen, damit wir auch ein Modell kreieren, das unseren politischen Interessen dient. Und genau auch nicht in diese Kerbe zu fallen, wo vielleicht gute, große Finanzierungen dann dahinter sind, die das Leben erleichtern, aber wo Kompromittierung dann eben damit einhergeht, genau da nicht reinzufallen, sondern tatsächliche Unabhängigkeit zu bewahren, ich glaube, das ist etwas, was wirklich ganz wichtig ist in unserer Zeit. Du hast ja auch so also die Politik erwähnt jetzt, wie wichtig ist es, dass eben auch da Muslime sich einbringen in die Politik selbst, oder ist es wichtig, da zum Beispiel auch zu sagen, okay, wir haben unsere eigenen politischen Parteien, die wir gründen, oder wir gehen in bestehende politische Parteien. Ist es da ähnlich wie bei den Medien, oder siehst du es da ein bisschen anders? Ich denke, es ist grundsätzlich, ich habe viele Freundinnen und Freunde aus dem antirassistischen linken Spektrum und Leute, Freunde aus dem muslimischen Spektrum, wo diese Diskussionen ja immer wieder auftauchen. Na klar. Und ich habe grundsätzlich einen sehr nicht ideologischen und pragmatischen Zugang zu diesen Fragen, weil ich denke, jede Art von Anstrengung ist eine wichtige Anstrengung. Und ich nehme es, ich habe auch meine Meinung. Nehmen wir ein ganz radikales Beispiel. Ich bin als jemand, der sich mit Rassismusforschung auseinandersetzt, bin ich entsprechend wenig ein Freund und ein starker Kritiker von Parteien wie der AfD oder der FPÖ. Aber selbst wenn jemand die Entscheidung treffen würde, für sich zu sagen, ich gehe da rein und ich denke, das repräsentiert meine politischen Anschauungen am meisten, mit denen ich nicht kann in vielen politischen Fragen, dann soll es gut sein. Ist nicht meine Auffassung, aber ich glaube, es ist grundsätzlich gesprochen gut, wenn Muslime beginnen und sie haben schon lange begonnen, aber wenn Muslime tätig sind in allen verschiedenen politischen Parteien. Und wenn Sie der Meinung sind, nein, das gefällt mir alles nicht und wir brauchen eine
kommunistische antikoloniale Partei, wie in Frankreich die Partie, die Partei der Indigenen, wie sie sich nennen, oder wenn sie sagen, nein, wir brauchen eine muslimische Partei. Wenn das ihre Meinung ist, dann sollen sie das tun. Ich denke, ich betrachte das, und da schlüpfe ich jetzt ein bisschen raus aus meiner Rolle als Politikwissenschaftler und spreche eher als Aktivist. Ich denke, im Islam gibt es eine ganz wichtige Regel, und das ist die Regel, und hier spreche ich als Laie und als Mensch. Die Regel ist, jede Anstrengung, es geht um die Anstrengung. Es geht nicht um die Frage des Zieles, was ich dabei rauskomme, weil da werden wir uns alle nie einig sein. Sondern es geht um die Frage, tue ich etwas, von dem ich denke, dass es gut ist? Und ich denke vielleicht anders als du. Deswegen habe ich hier einen sehr pragmatischen Zugang, auch wenn ich natürlich mit meinen politischen Positionen niemals mit einer AfD oder FPÖ etwas, also dort tätig sein könnte, klar, weil das einfach gegen meine weltanschaulichen Ansichten und meine politischen Ansichten diametral dem gegenübersteht. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie hast du jetzt rückblickend, oder wie schaust du rückblickend auf das, was dir zugestoßen ist, was deiner Familie zugestoßen ist? Ja, also es gab vielleicht, damit das nachvollziehbar ist, am 9. November, eine Woche nachdem 4 Menschen in der Wiener Innenstadt ermordet wurden, gab es eine Razzia, die unabhängig war von dieser Ermordung von einem ehemaligen Daesh-Sympathisanten. Und diese Razzia lief unter dem Slogan Razzia gegen Terrorverdächtige. Die Medien haben das natürlich etwas parteiischer in den meisten Fällen dargestellt, quasi ohne Unschuldsvermutung. Aber das war natürlich etwas, was mich persönlich schockiert hat. Deswegen, weil ich selbst ja, auf der einen Seite habe ich das jahrelang kritisiert und analysiert, und mir war schon aus einer Sicht klar, die Zeiten werden jetzt in Österreich vielleicht nicht unbedingt die besten werden. Mhm. Es geht an und für sich in eine Richtung, die mir nicht gefällt und die auch sehr polarisierend ist und die nicht dazu führt, dass Menschen hier ein schönes Leben haben. Und im Konkreten habe ich mir hier natürlich angesehen, wie verändert sich die Sicherheitspolitik, wie verändert sich die Religionspolitik, wie verändert sich die parteipolitische Landschaft vis-à-vis der Muslime. Und all diese wichtigen Faktoren, die das Leben von Muslimen und insbesondere von den organisierten Muslimen sehr stark betreffen, da gab es keine guten Signale. Auch wenn das Ganze natürlich nie schwarz-weiß ist und es immer gute Leute in allen politischen Parteien nach wie vor gegeben hat über diese Jahre hinweg und nach wie vor gibt, die aber wenig Gestaltungsmöglichkeit haben. Als dann dieser Razzia bei mir begonnen hat, und ich habe das ja in einem Video auch festgehalten, das ich dazu gemacht habe, ja, beziehungsweise dass Leute mit mir gemacht haben. Ich war schockiert, weil ich hatte mir selbst nie vorstellen können, dass so etwas bei mir passiert. Hätte ich das in den Nachrichten gelesen, hätte ich mir gedacht, okay, hat vielleicht mit dieser Ermordung zu tun, Thema abgehakt. Aber es hat mich natürlich mir nochmal einen feineren Sinn gegeben, auch bei diesen Themen weitaus genauer hinzuschauen. Und auch kritischer hinzuschauen. Indem ich gesehen habe, welche Ungerechtigkeit hier mit mir passiert, habe ich mir auch die Frage gestellt, was sollen wir für Lehren daraus ziehen? Im Hinblick darauf, wie viele andere Ungerechtigkeiten hier schon passiert sind, auf die wir vielleicht nie genauer geblickt haben. Und vielleicht eine kleine Anekdote hier. 4 Tage, nachdem diese Ermordung stattgefunden hat,
und 4 Menschen ums Leben gekommen sind und über 20 verletzt worden sind, kam es zu einer Erschließung von 2 Moscheen. Mhm. Bei der Pressekonferenz hat die Integrationsministerin gesagt, es gibt keinen Straftatbestand, aufgrund deren die eine dieser 2 Moscheen geschlossen werden kann, aber wir schließen sie dennoch. Welche Begründung? Es gab keine Begründung. Und man hat sie dann tatsächlich geschlossen. Es ist, in Österreich muss man das über das Vereinsrecht, das Vereinsgesetz, wie auch über das Islamgesetz machen. Das Vereinsgesetz, dafür ist das Innenministerium zuständig, das Islamgesetz, dafür ist die Islamische Glaubensgemeinschaft zuständig. Und man hat versucht, diese eine Moschee, die Teil der Glaubensgemeinschaft war, tatsächlich über diese beiden Wege zu schließen. Und man hat es getan. Das ist zwar wieder aufgehoben worden, nach dem Vereinsgesetz, weil man zum Gericht gegangen ist. Bei der Glaubensgemeinschaft ist man zum Schiedsgericht gegangen. Da weiß ich jetzt nicht, ob schon eine Entscheidung gefallen ist. Ich habe damals sehr stark dagegen protestiert. Unabhängig von der Richtung dieser konkreten Moschee. Es ist eine, man würde es quasi so als eine Salafi-Moschee betrachten. Eine sehr marginale kleine Gruppe, die bekannt ist für ihre erzkonservativen Ansichten, aber die aber definitiv nichts mit dem sogenannten Dschihadismus zu tun hat. Ja? Mein Anstoß der Kritik war, dass man hier etwas schließt auf Basis von 0 Beweisen. Und das Ganze war 3 Tage, bevor die Razzia stattgefunden hat bei mir. Mhm. Und ich habe das damals sehr, sehr stark kritisiert. Ich habe die Muslime dafür kritisiert, die das zulassen wollten. Und ich habe die Regierung dafür kritisiert, die das gemacht hat. Und das, was, wenn ich mir dann 3 Tage später oder 2,5 Tage später in der Nacht die Razzia mir gegenüber ansehe, dann denke ich mir halt, wir müssen einfach wachsamer sein und weitaus mehr blicken auf die Menschen, die ganz weit unten sind. Die, auf die niemand schaut. Auf diese Salafi-Moschee hat niemand geschaut. Niemand interessiert sich für sie. Sie ist nicht groß, sie ist nicht mächtig. Sie ist auch innerhalb der muslimischen Community, wie gesagt, am Rande. Manche sind vielleicht sogar froh gewesen, dass man sie schließt, weil sie eine Konkurrenz waren für sie. Auch wenn ich nicht denke, dass sie gerade sehr bedeutsam wäre. Aber das zeigt natürlich, dass der Blick auf die Schwachen, das ist, was wirklich wichtig ist für uns als Menschen. Ich habe letztens ein Interview gegeben für ein evangelikales amerikanisches Nachrichtenmagazin. Und man hat mich gefragt, so, was ist das, was du Christen sagen würdest? Und ich habe ihnen eine Sache gesagt. Ich habe gesagt, Jesus Christus stand immer, auch in der im christlichen Narrativ, stand immer mit den Schwächsten der Schwachen. Und ich glaube, Muslime vergessen das oft, dass das genauso gilt für den Propheten Mohammed. Nicht nur für den Propheten Jesus, sondern tatsächlich für alle. Sie standen immer mit den Schwächsten der Schwachen. Und ich glaube, das ist etwas, also was mir nochmal stark in Erinnerung gerufen worden ist, als das mit mir passiert ist. Ich bin natürlich auf der einen Seite nach wie vor ein relativ privilegierter Mensch. Ich habe als Wissenschaftler eine Audienz. Ich schreibe in internationalen Medien. Ich kann wahrscheinlich, egal was hier passiert, in irgendeine Uni dann irgendwann mal hingehen und auch das Land verlassen. Auch dieses Privileg weggehen zu können. Das sind alles Privilegien, deren ich mir bewusst bin. Ja. Die Frage ist natürlich, wenn man sich all dessen bewusst ist und wenn all diese Dinge passieren, was für Lehren ziehen wir daraus, wo wir stehen mit jenen, die nicht diese Macht haben? Und was tut unsere Gesellschaft im Allgemeinen, die muslimische Gesellschaft im Konkreten, für die Leute, denen es so ergeht? Wir sehen, wenn ich in andere Länder blicke, gibt es viele Institutionen, die geschaffen worden sind, um Menschen zu unterstützen, die unter diesem Terrorverdacht leiden und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben hier sehr wenige Strukturen, wenn ich in ein Land wie Österreich blicke. Sicherlich auch deswegen, weil wir konkret weniger damit zu tun hatten. Aber es ist nicht so, dass wir gar nichts damit zu tun hatten. Mhm. Es ist nicht so, dass niemand davon betroffen wäre.
und niemand unter einer zu starken Ausdehnung der gesetzlichen Lage und einer zu weiten Interpretation dieser niemals unter die Räder gekommen wäre. Es ist so. Aber dafür hat sich mein Gespür jetzt etwas stärker verschärft. Und das ist etwas, wo ich dankbar bin. Mhm. Weil diesen Blick hätte ich vielleicht so anders nie gehabt oder nicht so stark verfeinert. Nicht, dass ich mir jetzt dessen nicht klar gewesen wäre, aber jetzt konkret in meiner Situation in Österreich hier nochmal spitzfindiger zu schauen, das ist etwas, was ich dankbar annehme als eine Lehre. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr besorgniserregend, in welche Richtung hier Gesetze angewandt worden sind. Also die Tatsache, ich sage mal ganz konkret, was mir vorgeworfen wurde, damit man diese Razzia überhaupt legitimiert hat. Die Vorwürfe waren, ich führe politische Gespräche am Telefon und dazu stehe ich und das werde ich in der Zukunft auch machen. Der Vorwurf, ich würde ein Schulprojekt unterstützen, auch das ist etwas, was ich nach wie vor machen werde. Ein Schulprojekt, das übrigens nicht nur von Muslimen getragen wird, sondern von mitunter einem ehemaligen evangelischen Oberkirchenrat, der Sektionsleiter im Bildungsministerium war. Mhm. Also ganz weit weg von irgendwelchen klar markierten Personen, die jetzt irgendwo einen schlechten Ruf haben würden oder dergleichen. Ein anderer Vorwurf war meine Darstellung von islamisch-politischem Denken, aber auch das wurde sehr selektiv und einseitig interpretiert. Und dann noch ein Vorwurf, der auf einer Lüge basiert, nämlich ich sei Mitglied einer islamistischen Organisation. Dagegen habe ich schon zweimal, bin ich gerichtlich, medienrechtlich vorgegangen, habe zweimal gewonnen in zweiter Instanz. Einmal gegen Springer Verlag in Deutschland, einmal gegen einen neuen rechten Vordenker in Österreich. Und dann kommt man mit diesen gleichen haaresträubenden Argumenten und tritt die Tür ein bei mir, weckt meine Kinder um 5 Uhr in der Früh mit Waffen in der Hand. Also das ist etwas Besorgniserregendes. Nicht nur, was meine Person angeht, sondern wenn wir nachdenken und sagen, es ist ein Präzedenzfall, der auch morgen andere Leute treffen kann, andere politische Oppositionelle treffen könnte oder bei ich weiß nicht wem angewandt werden könnte, auf Basis einfach von keinen Beweisen, dann ist das problematisch für die gesamte Entwicklung unserer Gesellschaft. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich alle auf den Plan rufen sollte, hier dagegen zu wirken und zu versuchen, den Erhalt demokratischer Ordnungen aufrechtzuerhalten und es nicht zu ermöglichen, dass auf diese Art und Weise die Justiz verwendet werden kann. Es ist echt unglaublich auch zu sehen, dass wir es tatsächlich schaffen können als Gesellschaft oder eben als Exekutive tatsächlich schaffen können zu sagen, okay, ohne jeglichen Beweis handle ich und setze etwas um und wir schauen dann einfach vielleicht mal, was dabei rauskommt. Du wurdest ja gefragt, was du Christen sagen würdest. Was würdest du Muslimen sagen? Ich würde das Gleiche sagen, sei es nun mit Jesus oder Mohammed. Aber das, ich glaube, es gilt ganz grundsätzlich. Es geht darum, mit denen zu stehen, die am Boden sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur quasi die Muslime, die vielleicht von Ungerechtigkeiten betroffen sind. Ich meine genauso alle anderen Menschen. Seien es Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind, seien es also häusliche Gewalt oder dergleichen, seien es Obdachlose, die keinen Platz haben zum Schlafen oder. Ich denke, es ist ganz wichtig, da zu sein für die Menschen, denen es schlecht geht und versuchen, jenen eine Zukunft und eine Perspektive zu geben, die vielleicht so weniger Perspektive haben. Ich meine, wir haben natürlich auf der einen Seite in Ländern wie Deutschland und Österreich, wo es noch einen relativen Wohlfahrtsstaat gibt, mehr als in anderen Ländern zumindest. Ich glaube, in Österreich geht es uns ein bisschen besser noch als in Deutschland.
haben wir natürlich viele staatliche Strukturen, die auch Menschen, die unter Not leiden, auffangen können. Aber es gibt auch viele, die da durchfallen durch dieses Netz. Und da zu sein für diese Menschen, glaube ich, ist etwas ganz was Wichtiges. Und wenn es jetzt darum geht, um die politische, systemische Frage, dann glaube ich, geht es auch darum zu sagen, okay, wie können wir partizipieren, dass wir eben die demokratische Ordnung erhalten und die demokratische Ordnung ausbauen? Wie können wir zu mehr Gleichheit in der Gesellschaft beitragen? Dass es tatsächlich eine Gesellschaft gibt, wo nicht die einen privilegierter behandelt werden als andere. Wo wir tatsächlich eine Gesellschaft sind von Gleichen untereinander. Und diese Frage von Gleichheit halte ich für etwas ganz, ganz Wichtiges. Absolut, also, gehe ich genauso mit. Ich frage mich aber beim ersten Part, wie das dann konkret aussehen kann. Also wie können wir als Muslime mit den Schwächeren stehen? Also was heißt das dann in konkreto? Ich denke, es gibt ja ein breites Feld, wo Ungerechtigkeiten existieren. Und je nachdem, wo die Interessen von Menschen sind, einfach den Versuch zu unternehmen, da zu sein, entweder zu partizipieren in bestehenden Organisationen und diese zu stärken mit Humanressourcen oder aber neue Strukturen aufzubauen, wo man denkt, dass vielleicht keine adäquate Antwort für ein ungerechtes Verhältnis vorhanden ist. Also ich kann jetzt nicht hier konkret sozusagen, will jetzt auch gar nicht konkret ein Beispiel angeben für das Feld der Ökologie oder das Feld von Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, wo es ja Frauenhäuser und andere Dinge gibt. Aber ich glaube, das Meer ist unerschöpflich groß von Fragen, wo wir die Welt zu einem besseren machen können. Ja? Und ich denke, je nachdem, wo die eigenen Interessen halt auch liegen. Ich meine, mein Interesse als jemand, der politisch interessiert ist, war, Politikwissenschaften zu studieren, da eine Expertise aufzubauen und dann auch meine Sprache und meine Stimme dazu zu erheben, auch Ungerechtigkeiten im öffentlichen Raum anzusprechen. Das war etwas, was immer schon in mir gebrannt hatte. Und das ist etwas, wo ich mich halt darin auch betätige. Und das ist quasi sozusagen mein Beitrag. Und andere werden ihren Beitrag vielleicht sehen in Dingen, wo es weniger ums Reden geht, aber mehr um das Tun geht, dass man hier Strukturen aufbaut, um für mehr Gleichheit zu sorgen. Findest du es förderlich, wenn Muslime oder findest du, Muslime sollten sogar sich als österreichisch sehen, deutsch sehen und zwar ausschließlich oder auch zu sagen so, nee, beispielsweise meine Eltern kommen aus Tunesien, zu sagen, ich bin aber auch eigentlich Tunesier und ich sehe mich schon als deutsch, um so halt irgendwo entweder komplett deutsch zu sein und sich hier als deutsch zu verstehen oder eben sich irgendwo auch so ein bisschen zu spalten und zu sagen so, einerseits, aber andererseits. Ich kenne diese Debatte und ich bin selbst in meiner Jugendzeit Teil dieser Debatte gewesen, habe auch meine Antworten auf diese Debatte gehabt, aber vertrete heute eher diese Auffassung, dass die Frage nationaler Identität, und das ist ja auch eindeutig, eigentlich nichts anderes ist als ein menschliches Konstrukt. Und weil es ein menschliches Konstrukt ist, eigentlich sehr zweitrangig ist. Im Sinne dessen, dass diese überhöhte Begrifflichkeit von nationaler Zugehörigkeit ja am Ende des Tages nichts anderes ist als der Versuch des Nationalstaates, Loyalität zu erwirken bei seinen Bürgerinnen und Bürgern. Ich halte nichts von diesem Patriotismus, der auch zu einem Nationalismus führen kann. Wenn mich jemand fragt, Farid, was bist du? Dann werde ich nicht sagen, ich bin ein Österreicher. Genauso wie ich nicht sagen werde, ich bin jemand, der eine andere nationale Identität hat. Ich werde die Aussage treffen, meine Antwort darauf ist, ich bin ein Mensch. Und ich halte diese Aussage in Wirklichkeit für etwas Revolutionäres. Warum? Weil die Frage des Menschseins ist eigentlich die, die uns unabhängig von unserer staatsbürgerschaftlichen Zugehörigkeit eigentlich verbinden sollte. Es kann sein, dass mein Nachbar, meine Nachbarin
nicht mehr eine gleiche Staatsbürgerschaft hat und deswegen vielleicht auch nicht wählen kann, nicht, wenn er sie nicht EU-Mitbürgerin ist, vielleicht auf einer lokalen Ebene ja, aber auf einer nationalen Ebene nein. Nehmen wir an, sie kommt aus Lateinamerika, Afrika oder Asien, kann vielleicht gar nicht wählen. Aber das, was ich in den Mittelpunkt stellen möchte und wo diese Frage der Gleichheit wieder so stark in den Mittelpunkt kommt, ist, was verbindet uns? Und uns verbindet alle, dass wir Menschen sind. Ja. Unabhängig von unserer sexuellen Orientierung, unabhängig von unserer Hautfarbe, unabhängig von unseren staatsbürgerschaftlichen Privilegien oder ob wir Flüchtlinge, geflüchtete Menschen sind oder anderswertig. Unabhängig von unserer religiösen Zugehörigkeit. Das, was uns verbindet, ist unser Menschsein. Und ich denke, das ist etwas, was, wenn ich mir anschaue und jetzt aus einer rassismuskritischen Perspektive diese Frage von nationaler Zugehörigkeit versuche zu analysieren, sage ich, es ist eines dieser mitunter rassistisch unterfütterten Diskurse, wo Muslimen quasi die Frage gestellt, fühlst du dich als Teil dessen oder nicht? Mhm. Hörst du dazu oder nicht? Ich sage nicht, dass das per se so sein muss. Ich selbst bin jemand, der in den 1990er Jahren, späten 90er Jahren, die muslimische Jugend Österreich mitgegründet hat in Österreich. Und wir haben damals gesagt, wir sind österreichische Muslime. Diese Aussage verstehe ich so, wie wir sie damals ausgesprochen haben, unabhängig von dem Druck vielleicht, der existiert hatte, diesen diskursiven Druck, mitunter auch damals als einen Versuch, Muslime neu zu orientieren, weil es war im Wesentlichen eine Kritik an die bestehenden muslimischen Verbandsstrukturen, zu sagen, wir sind eben nicht auf die Türkei oder auf ein arabisches Land oder Bosnien fokussierte Organisation, die ihre Gelder dorthin schickt, die ihre politischen Debatten über die Parlamentswahlen in der Türkei und in Bosnien führt, sondern wir sind auf Österreich orientiert im Sinne unserer Lebensrealität. Ja. Aber heute gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe auch kein Problem, wenn mir jemand sagt, ich bin XY. Und nach wie vor soll eine jede Person das sagen, was sie denkt und wie sie sich fühlt. Aber ich für mich habe die Entscheidung getroffen, zu sagen, auch wenn ich natürlich in Österreich sozialisiert bin und das natürlich wahrscheinlich auch einen guten Teil meiner Persönlichkeit ausmacht, das, was für mich wichtig ist, ist zu sagen, ich bin ein Mensch. Und ich glaube tatsächlich, dass es in unserer heutigen Zeit, wo wir diese Diskurse über nationale Identität und Zugehörigkeit haben, es tatsächlich eine revolutionäre Aussage ist. So revolutionär, wie es sich anhört, aber ist es eigentlich das Natürlichste, was uns und das Wirklichste von all dem, wie du auch schon gesagt hast, Nationalismus ist am Ende einfach nur ein Konstrukt. Islamophobie in Europa, wie ist der Trend? Ich nehme vielleicht als ein Beispiel das, was zuletzt passiert ist rund um meine Person. Wir sehen in Frankreich, dass vermutlich staatlich institutionalisierte Islamophobie nirgends so hoch ist wie in diesem Land. Die Vierte Republik Frankreichs ist der Ort, wo auf eine Art und Weise in gesetzlicher Form und mit Hilfe von Legislativen versucht wird, Muslime auszugrenzen, muslimische Zivilgesellschaft auszugrenzen, wie wir es in keinem anderen europäischen Land gesehen haben. Ausnahme vielleicht ein bisschen Österreich. Und das ist natürlich ein Trend, der hochproblematisch ist auf der einen Seite und ein Teil des Bildes, das wir haben. Und es gibt andere Länder, wo andere Diskurse existieren, wo auch versucht wird, Musliminnen, Muslimen anders gegenüberzustehen. Wir hatten nach der Ermordung von Samuel Paty in Frankreich und der Ermordung von 4 Personen in Wien, hatten wir den Versuch von EU-Innenministern, eine Deklaration abzugeben zu Terrorismus. Die hat stattgefunden. Das Papier wurde vorgeschlagen von Österreich, Frankreich, Deutschland. Und es hatte unheimlich oftmals den Begriff Islam drinnen.
Es ging vor allem darum, die Frage der Verteidigung europäischer Werte, Islamthemen mit Immigration und Imame als ein Thema zu thematisieren. Das Papier, das am Ende rausgekommen ist, hat das meiste davon nicht mehr enthalten. Warum? Weil viele der anderen europäischen Innenminister gesagt haben, Leute, das geht zu weit. Das ist nicht das, was unser Europa ist. Das sind die Realitäten, mit denen wir zu tun haben. Ja? Mhm. Also ich denke, dieses Beispiel zeigt sehr schön, es gibt verschiedene Seiten, verschiedene Spektren. Und auch innerhalb von Frankreich, Deutschland, Österreich gibt es verschiedene Spektren. Leute, die wollen eine antirassistische Gesellschaft von mehr Gleichheit und Leute, die sagen, wir wollen ein christlich-weißes Abendland. Die Frage, wo wir uns auch einen Teil eines Beitrags leisten müssen, ist, wie können wir die progressive, offene, pluralistische Fraktion in unseren Ländern unterstützen und versuchen, diese kulturkämpferische, dieses rassistische Lager zu schwächen. Das ist die Frage, die Entscheidung, vor der wir stehen. Das sind die zwei Straßen, die wir an diesem Scheideweg sehen, an dem wir hier uns gerade befinden. Und klarerweise wird das nicht so bald entschieden werden und es bedarf vieler Anstrengung, um das Bessere davon zu unterstützen. Und wir als Muslime sind da gut vereint, gut organisiert oder müssen wir gar nicht mal organisiert und vereint sein? Wir müssen gar nicht vereint sein, wir werden auch nie vereint sein und die Idee der Vereinung und der Einheit ist eine Utopie, die auch gar nicht wichtig ist. Wenn man sich die sozialen Bewegungstheorien anschaut, dann weiß man, es bedarf nicht einer großen Einheit, es bedarf einer Anzahl von wenigen sehr, wie würde man sagen, dedicated, also sehr stark fokussierten und auf etwas hinarbeitenden Menschen. Und das ist das, was es bedarf. Es bedarf weniger Leute, die sich für eine Sache einsetzen. Und ich glaube, das ist wichtig. Menschsein, ein Trend in Europa, das wirklich in zwei Richtungen geht. Muslime, die nicht vereint sein müssen, um etwas zu erreichen. Ich muss sagen, ich mag sehr und ich begrüße sehr deine Ansichten. Und ich finde, es ist eine sehr differenzierte, sehr durchdachte, sehr weise Vorgehensweise. Und gerade auch vor dem Hinblick dessen, was dir widerfahren ist, was deiner Familie widerfahren ist, noch klarer eben, wie du es auch selbst gesagt hast. Und auch vor allem, dass wir den Schwächeren beiseite stehen sollten und an der Seite stehen sollten und unterstützen sollten, zeigt, wie diese menschliche Sicht auf die Dinge und die Menschlichkeit, die im Vordergrund steht, da ein schöneres, ein besseres Miteinander gewährleisten kann. Was kann man machen, um diese Ansichten, die du hast und die auch natürlich auch viele andere sicherlich auch haben, damit die Menschen anzustecken? Weiß ich nicht. Aber ich denke mal, viel drüber reden und etwas tun. Ich denke, es gibt viele wundervolle Initiativen, angefangen von karitativen Einrichtungen, die Jahrzehnte bekannt sind, von einer Caritas und Diakonie bis über andere muslimische Initiativen, die es gibt in diesem Bereich, bis hin zu anderen Dingen, wo man teilhaben kann, wo man das stärken kann, das Gute, was vorhanden ist und gleichzeitig aber immer auch eben, ich glaube, das, was wichtig ist, ist eine gewisse kritische Sensibilität eben haben. Und das bedarf natürlich einer sehr aufmerksamen Verfolgung von Trends in unserer Gesellschaft und dass wir uns Gedanken darüber machen und dass wir nicht wegschauen, sondern hinschauen. Und eben das, wie bereits gesagt, hinschauen dort, wo es am meisten wehtut, hinschauen dort, wo wir vielleicht am schnellsten überzeugt werden. Ich erinnere mich, als diese Ermordung von den vier Personen stattgefunden hat in Wien, danach, einen Tag später, gab es eine Razzia und ich habe mir gedacht, ja, klar gibt es das. Natürlich, da sind gerade Leute ermordet worden. Aber jetzt würde ich noch einmal, zweimal hinschauen und schauen, diese Leute,
Haben die wirklich nachgeschaut bei irgendwem? Oder haben sie tatsächlich sich mit dem Problem auseinandergesetzt? Ja? Und ich denke, dieses kritische Hinschauen, das ist etwas, was wichtig ist. Farid, ich danke dir wirklich herzlichst. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt. Es war mir eine große Freude und ich muss sagen, auch eine große Ehre, wirklich mit dir und von dir, also mit dir sprechen zu dürfen und von dir zu hören. Gerade diese Ansichten, die du hast, gerade diese Motivation, die ich auch in deinen Worten auch herausentnehmen konnte, zumindest für mich, ist eine riesengroße Bereicherung. Danke für das, was du schaffst, das, was du leistest, das, was du geschaffen hast. Das, wofür du immer wieder einstehst, das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Das ist das eine, dass man mal vielleicht irgendwie für eine Sache einsteht. Aber dann, wenn einem was passiert, dass man trotzdem dann noch weitermacht, das zeugt, verzeih mir, wenn ich das auch so sagen darf, zeugt von Größe, von Stärke und auf jeden Fall von einem tiefen Glauben. Ich danke dir. Ja, danke dir, dass du mich gehabt hast hier, eingeladen hattest und ja, ich hoffe, dass dieses Projekt ein schönes und langfristiges, gutes Projekt wird. Ich hoffe. Dass auch viele kritische Diskussionen ermöglicht und viel Reflexion und Nachdenken und damit auch uns alle, alle Menschen, die sich das anhören, auch weiterbringt und weiterentwickelt. Amen. Alright. Dir noch einen schönen Tag und einen sonnigen Tag. Bis danke, dann. Danke. Alles Gute. Tschüssi.